Singen können sie auch. Eines der schönsten deutschen Worte, er gab mal eine Umfrage, lautet Habseligkeiten. Mhm. Ist das auch Ihr Lieblingswort? Nein. obwohl es sich bestimmt ganz gut begründen lässt, warum es schön sein soll. Aber da gibt es andere, die mir persönlich besser gefallen. Ich habe ja die Wortpatenschaft Vereines übernommen. Es gibt also vom Verein Deutsche Sprache die Wortpatenschaft und ich habe die für das Wort einander übernommen. Und als Wortpate müssen Sie das jetzt pflegen und hegen? Ja, genau. Ich soll das bei jeder möglichen Gelegenheit im Fernsehen zum Beispiel kundtun. Einander. Und mich dafür einsetzen. Ja, genau. Einander, was ist daran jetzt so besonders? Ja, genau. Also Ulrich Wicker zum Beispiel hat lieber die Wortpatenschaft für das Wort Freiheit übernommen. Mhm. Aber das Wort Freiheit ist nicht bedroht. Und Iris Berben hat die Patenschaft für das Wort Silberhochzeit übernommen. Das ist auch noch nicht bedroht, aber wird es vielleicht ja eines Tages mal sein, wenn keiner mehr heiratet, dann gibt es auch keine Silberhochzeiten mehr irgendwann. Insofern könnte das in Vergessenheit geraten. Das Wort einander droht aber auch häufig schon in Vergessenheit zu geraten. Wodurch wird das ersetzt? Durch sich. Durch sich? Ja, aber es ist eben etwas anderes, ob zwei Menschen sich lieben oder ob sie einander lieben. Aber warum ist das ein Unterschied? Zwei Menschen, die sich lieben, das können zwei selbstverliebte Menschen sein. Zwei Menschen, die einander lieben, sind ein Liebespaar. Also einander ist romantischer, stärker. Genau, und manchmal kann es auch ganz kuriose Missverständnisse geben, wenn es zum Beispiel heißt, also im Wahlkampf, da gibt es zwei Kontrahenten, die sich für unfähig erklären, das Land zu regieren. Mhm. Da ist man doch als Leser fassungslos. Jetzt weiß man überhaupt nicht mehr, wen man wählen soll, wenn beide sich für unfähig erklären. Ja, es war natürlich gemeint, sie erklären einander für unfähig, das Land zu regieren.